Herzlich willkommen zurück bei Thanos Seven Ranked und wir haben wieder ein paar Vollidioten mit in der Runde, nämlich den Vollidioten, der in der letzten Runde als Godfather das Spiel gelieft hat. Return, I took your money. Super, wenn gleich solche Vollidioten wieder mit dabei sind. Es geht direkt weiter bei mir, immer noch froh, dass ich letzte Runde Survivor war und natürlich exekutiert wurde vom Jailer. Kriegende Doktor. Ja, natürlich der Computer, natürlich, ja, schon. Selbstverständlich, deswegen hast du in der ersten Nacht auch nichts gemacht, in der zweiten Nacht nichts gemacht, in der dritten Nacht warst du weg. So, wie dem auch sei. Wir heilen in der ersten Nacht, ich denke mal, den Jailer. Ich denke, den Jailer hier kann man mal heilen, in der Hoffnung, dass ich einen guten heile und nicht einen Bösewichten, wie ich es sonst gerne mache als Doktor. Ich wollte schon sagen, als Mafia. Aber ich bin der Doktor in dieser Runde. So. Nachdem wir die ersten zwei Folgen in der Woche gut absolvieren konnten, einmal mit glücklich Town, einmal mit dummen Vigilante, anschließend verloren, dann als Survivor darfst du halt niemals sagen, dass du Survivor bist, weil wenn es einen Werwolf-Kill gibt, bist du sofort auf der Abschussliste. Und natürlich gibt es hier ein SK und damit ist der Survivor relativ safe. Ja, er hat nicht gelieft, er wurde diesmal wirklich getötet. I took your money. Slick ist tot. Und er war die Hexe, das ist okay. Vielen Dank, liebe Mafia. Ihr helft uns gerade. Wenn jetzt der SK noch einen Mafioso getötet hat, wäre es perfekt gewesen. War es eine super Nacht. Komm, sei Mafia. Night One Number One wird nicht Mafia sein. Wahrscheinlich Doktor und jetzt heißt es, oh, er ist Doktor oder SK, er muss SK sein, weil es kann keinen zweiten Protective geben. Er war Jailer. Damit ist Jeffo auf jeden Fall verdächtig. Sehr wahrscheinlich ist Jeffo der SK, ja. Mit hoher Wahrscheinlichkeit, er hat nichts geclaimed. I will need a role to protect me tonight, lol. Acclaimed Transporter. Fox is SK or Doctor. Oh je, jetzt wird's lustig. Jetzt ist Lucy SK. Oh je. So viel claimende Rollen hier. Abigail claimt Sheriff. Er kann doch Transporter sein, wieso wartet ihr denn nicht? Meine Fresse. Abigail Hobbs claimt Sheriff. Ich werde sie mal heilen in der nächsten Nacht. In der Hoffnung, es hinzukriegen. Ja, sowas passiert häufiger. Ich denke mal, dass er Inno sein kann. Ich werde Inno wählen. Ich werde hier mal Inno wählen, weil der muss sich erstmal verteidigen können. Er kann halt wirklich sehr gut Ding sein. Ein Doc ist er nicht. Es ist Fox. Er claimt Fox, dann werde ich nämlich eh den Invest heilen. Der Invest ist der Jailer gewesen. War das der Jailer? Ja, Jailer war es. Dann werde ich den Jailer natürlich heilen, das ist auch klar. Dann war ich in der ersten Nacht gleich mal richtig. Der Jailer. Ja. Der Jailer. Er könnte natürlich auch Concierge sein. Muss natürlich auch beachtet werden. Der Jailer. Dann werden wir ihn jetzt hier mal beschützen. Hoffentlich ist ein Retri da. Retri wäre jetzt perfekt, weil der würde den Jailer wiederbringen. Ich würde ihn heilen. Außer er nimmt mich natürlich mit. Und das heißt, ich bin Doktor. Hallo. Und dann exekutiert. Naja. Ich hoffe jetzt, dass er nicht Concierge ist.
Er wurde nicht attackiert. Wahrscheinlich ist Abigail Hobbs tot, weil ich mich für den Jailer entschieden habe. Ja, das war klar, weil ich mich kurzfristig umentschieden habe. Super Geschichte. Aber nur ein Escape-Kill. Die Frage ist halt, ob überhaupt ein Medium da ist. Das ist auch so eine Geschichte, weißt du? Lynch Fox, hieß Escape for sure. Would kill Escape first. Because otherwise there are two killing. Escape first. Natürlich logisch, wenn man hier SK hat und Mafia, muss man zuerst ein SK loswerden. Weil, nein, nicht zuerst ein Mafioso. Zuerst ein SK. Das ist doch dumm. Man kriegt zuerst den SK, nicht den Mafioso. Ja. Der SK zu töten ist viel wichtiger. Ich werde beim Jailer bleiben. Ja, hat er doch geschrieben, Doc oder SK. Das Schlimme ist, wenn er Doktor oder ist, wenn er Doktor ist, kann ich nie mehr Doktor claimen. Ja, natürlich. Ich werde jetzt sagen, ich bin Doktor. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt outen als Doktor. Aber selbst wenn er Concierge ist, wir sind dadurch den SK los. Das ist schon mal wichtig. So. Ich hoffe, dass der Jailer halt wirklich Investigator ist und nicht Concierge. Sonst werde ich nämlich dauernd heilen. So. Ich muss jetzt beim Jailer bleiben. Weil ich muss hoffen, dass er die Wahrheit gesagt hat. Richtig gut wäre es jetzt, wenn die Mafia ihn attackieren wollen würde. Aber sie wäre dann dumm, wenn die Mafia das machen würde. Weil warum sollte die Mafia bitte jemanden attackieren, wenn er unschuldig ist, der für alle dann als Schuldiger dasteht? Deswegen bleibe ich beim Jailer. Ist das die dritte Nacht oder der vierte? Das ist die dritte Nacht. Dann passt das. Ich hoffe so inständig, dass er wirklich Invest ist. Ich wollte erst auf Abigail Hobbs gehen, ihr habt es ja gesehen, habe mich aber dann doch für den Investigator entschieden, weil der Investigator eben auch den Godfather finden kann. Das kann der Sheriff nicht. Er wurde wieder nicht attackiert. Ich glaube, er ist Concierge. Was? Der muss in den Veteran gerannt sein. Kann ich sonst getötet worden sein? Ich habe ihn doch getötet. Hä? Ich habe ihn doch geheilt. Deswegen. Ganz kurz hier. Na, verdammt, ich bin aus dem rausgezappt. Slash W. Did you transport him? I'm Doc. I'm Doc. I will heal you. Nice. Sehr nice, mein Freund. Schön gemacht. Jethro. Nee, Jivo. Jivo. Jivo.
So, die wollen den Kuchen wählen. Nehmen wir mal mit. Also es kann natürlich zwei Doktoren sein, ist möglich. Ich werde auf jeden Fall auf ihn jetzt gehen. Es wäre auf jeden Fall sehr lustig gewesen, wenn er jetzt wirklich der Mafioso ist. Muss ja sein, sonst hätte ich ihn geheilt. Also der Transporter hier mit hoher Wahrscheinlichkeit ihn gekillt. Das ist nicht schlecht. Ich hoffe nur, er transportiert sich jetzt nicht selbst. Wenn er nicht selbst transportiert, kann ich ihn nicht heilen. Also sollte er andere Leute transportieren. Hauptsache, ich lebe. Ich lebe, er wurde nicht attackiert. Alles gut. Perfekt. Kein Kill. Okay. Keiner tot, wie es scheint. Geist, Geist, Geist. Der achte ist Blackmailer. Das wären dann vier Mafioso. Woher weißt du dann, dass der hatte? Also das heißt, der ist? They have the any wrong. Es ist auch übrigens sehr. No, I'm not. I talked to Jevro. Es kann dann übrigens kein Ding geben. Ganz nebenbei. Es kann dann keinen Framer geben, wenn es einen Blackmailer gibt. Weil es einen Cleaner gibt, sprich ein Janitor ist da. Es ist Random Mafia. Außerdem sagt er auch keine Rolle. Da müsste er Mafioso oder Janitor sein. Sheriff. Ja, er könnte natürlich auch Jester sein. Nein, ganz bestimmt nicht Inno. Ich werde abstehen. Könnten Jester sein. Nee, Jester kann er nicht sein. Annie ist ja weg durch die beiden Mafioso. Oh, da muss ich mir aufpassen. Not Consec, the jailer was invest. Okay, Janitor Down ist schon mal gut. Ich werde weiter natürlich den Jeff vorhalten, ist doch klar. 9-5-2-8. Immer wieder auf Jeff vorgehen. Weil er der einzig confirmed Townie ist. Den Survivor heilen werde ich nicht. Weil er zu wahrscheinlich auf die Seite der Mafia gehen wird am Ende. Das Problem ist, wenn der Janitor, der Jailer wirklich Invest war, hat im Prinzip der Transporter ihn gekillt. Weil ich ihn nicht heilen konnte. Aber ich hoffe, dass er wirklich selbst Mafia war. Müssen wir mal gucken, was passiert. You're welcome. You're welcome. 5. He was attacked. So. Damit bin ich erstmal für ihn aus dem Schneider. I can confirm. We have two confirmed dogs. Wieso zwei? Das wäre die Random Town dann. So, Orchester, right? Survivors? Can't be two confirmed dogs. Auf jeden Fall kann das sein, das Random Town. Und Town Protected.
Ich glaube, dass der Aha irgendwie verdächtig ist hier. Aber wir haben anscheinend keine investigative Rolle mehr, wenn er Investor. Oje, jetzt wird's schwierig. Jetzt wird's extrem schwierig. Hier sind noch drei Mafias übrig mit hoher Wahrscheinlichkeit. Es kann halt auch kein Concierge gegeben haben, wenn es da einen Janitor und einen Blackmailer gibt. Also war er Invest. Und dann hat sein Transportieren ihn getötet. Zu blöd. Medium scheint es auch keins zu geben. Sonst wäre er schon mit Informationen rausgekommen. Retri auch nicht, sonst hätten wir den Jailer schon wieder. Das ist nicht schön. Ich glaube, H ist verdächtig. Ich wurde transportiert. Der Survivor ist tot. Naja. Oh, nice. Night 6. Transported. Langsam wird's eng. Wir haben 3 zu 5. Wir haben noch genug Town. Die Neutrals sind alle weg. Okay. Jetzt wird's interessant. Warum bitte Super Mac Train? About the other dog. Who is it? Ich bleib dabei. Für mich bleibt Haar verdächtig. Super McTrain claimed Town Support. I know for sure, der hier ein Mafia since he was attacked and escaped with the jailer. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Also er weiß, dass einer auf keinen Fall Mafia ist. Ich weiß aber nicht, wer es ist. Das ist nicht gerade einfach hier. Hier fehlt eine Klammer. Das geht gar nicht. So. Boah, der Transporter kann ja gerade das Spiel robben, wenn er es immer wieder richtig hinkriegt. Jawohl! Ey. Ja, gut. Sicher für die 6. Nacht 7. He was attacked. I was trenched. Das heißt, ich habe mich wahrscheinlich gerade selbst geheilt. Ein zweiter Transporter. Wow, jetzt wird's echt confused hier. Also mit zwei Transportern wird's echt krass. Dann wird's echt extrem krass. Okay. Ich trau dir. Did you trance me? Wenn nicht, dann ist nämlich der andere confirmed Transporter.
Trust Jevo. Er claimt keine Rolle. Escort. Warplock Slake. Warplock the Jailer. Warplock the Kuroko No Town. Wenn er Escort ist, kann er nicht sein. Er kann nicht random town sein, wenn es zwei Doktoren gibt. Er muss böse sein. Ich will natürlich weiterhin auf den Jeffro gehen. Drei Transporter? Das kann nicht sein. Nice. Ich hätte natürlich jetzt hier auch eventuell sogar gesagt, wir spielen auf Unentschieden. Aber so haben wir jetzt eine Zahl 2 gegen 5. 2, 4, 6, 7, ja. 2 gegen 5. 2, 4, 6, 7. Wer ist denn da confirmed? Also Toblerone scheint confirmed Transporter zu sein. Kein Mensch würde als Mafia Transporter claimen, wenn du es nicht nachweisen kannst. Jeffro ist confirmed Transporter. Er weiß, dass H wohl safe ist. Eventuell ist er der andere Doktor. Dann bleibt nur noch Hatata, Ike oder Archivist. Hatata hat nichts gesagt. Ike glaube ich auch schon länger nichts mehr. Kann aber auch sein, dass sie geblackmailt worden sind. Das ist natürlich nur eine Geschichte. Man weiß nicht, wann sind sie geworden. Ich wurde transportiert, alles klar. Nacht 8 wurde ich transportiert. Nacht 8. Transported. Toblerone ist tot, der angeblich andere Transporter. Ja, das heißt, Ike war das Ziel. Damit ist Archivist und Ding. Ike was attacked by Mafia last night. Nee. Ike is town. He was. Ike can't be Mafia. He was the target. So, ich würde auf jeden Fall auf 9 auf ihn gehen. Also Ike ist auf jeden Fall Town. Age ist der andere. Also ist H. Ja, er ist es. Ich hoffe, dass der Ike ihn jetzt tötet. Ike can't be Muff. They tried to kill him. So. Die Frage ist, ob der Archivist wirklich das Target war vom. Er hat mich getransportet mit Superback Train. Ja, damit ist es H und ratatatata. Ich hoffe, dass der Jail, der Transporter hier jetzt richtig agiert. Er sollte nicht selbst tot sein. Nein! Ich hoffe, dass er nicht den Vigilante jetzt dazu verleitet hat, ihn zu töten. Ach, verdammt, jetzt 3 gegen 2. Jetzt müssen wir wählen. Er ist Doktor. Alles klar. Ja, dann ist es H und Ratatata. Oder Ike. Nee, H. H und Ratata. Amav. You are trans. I'm Doc. Ike was the target. So, he can't be love.
Alles klar, wir haben gewonnen. Wir können das nicht mehr verlieren. Wir können das nicht mehr verlieren. Wir haben auf jeden Fall 2 gegen 1 in der nächsten Nacht noch übrig. Ja, wir wählen jetzt dich, Ratata. Aber du musst Mafia sein. Ike, bau keinen Scheiß. Okay. Machen wir es so rum, mir doch egal. Weil Ike kann nicht das Target sein. Der Transporter hat geschrieben, dass er in der 8. Nacht sich selbst transportiert hat. Also muss Ike Town sein. Oh je, das hat sich gezogen. Aber der Transporter hat ein richtig geniales Spiel gemacht. Also das ist auf jeden Fall das Spiel des Transporters gewesen. Porter said he switched him with himself. So I caused the target. Ja, was? Fick dich, wieso denn, Transporter? Du hast dich doch mit Ike getauscht. Und wenn du stirbst, war Ike das Target. Oh Mann, habe ich das so falsch gelesen? Kann doch nicht sein. Wenn der Transporter sagt, Nacht 8, hat er sich selbst mit Ike geswitcht. Und er stirbt, war Ike automatisch das Target. Dann kann er nicht Mafia gewesen sein. Das geht nicht. Wir holen einen Unentschieden raus. Einen Sieg können wir nicht mehr holen. Ist nicht möglich. Es wird ein Unentschieden, weil keiner kann den anderen hochwählen. Let's try something crazy. You selfie and I transport myself with Ike. Alright. Better than a draw. Ja, natürlich wählen sie mich hoch. Versuch's doch. Okay. Das wäre zu gut, wenn das klappt. Selbst wenn, ich kann ja nicht sterben, weil ich mich selbst heile. Und er kann nicht sterben, weil er sich transportiert, also. Das ist geil. Der war gut. Der war gut. Den fand ich echt klasse. Mal 11, myself. I hope your plan works. Jeffro. Also wirklich, wenn das klappt, mein lieber Jeffro, Hut ab. Das ist echt sehr, sehr schönes Gameplay hier gerade von dir. Die Folge geht auch immer weiter in die Länge. Sie werden auf mich gehen. Nee, sind sie nicht. Es kann geklappt haben.
Nee, sie haben nicht attackiert, sie hatten Angst. Sie hatten Angst. Sie hatten Angst. Ach, Mann. Sie hatten Angst. Sie haben es durchschaut. Schade. Naja, dann können wir ihn auf jeden Fall reporten. Können ihn auf jeden Fall reporten, weil er AFK war. Naja, dann war es das jetzt. Schade, dein Plan war schön und gut, leider hat es nicht geklappt. Und wir können es auch nicht jetzt nochmal machen, weil ich habe mein Selfie versaut, deswegen. Have to go for a draw. Das ist wahr. Unentschieden ist eigentlich Kacke, aber wir können es hier nicht mehr reißen. Ja, schon gemacht. Es ist so ärgerlich. Das war eine richtig geile Idee vom Transporter. Hat mir richtig gut gefallen. Leider hat die Mafia nichts gemacht in dem Moment. So schade. Wir hätten das gewinnen können. Vor allen Dingen das Krasse ist, wir haben das hier ohne den Transporter, hat das ohne den Invest halt gerissen. Fox hat keine Lust mehr. Der SK, mir dauert das zu lange. Na komm, mach unentschieden. Kein Sinn mehr. Ja, kann ich nicht mehr viel zu sagen. Das Spiel ist halt um. Es ist schon seit ein paar Tagen entschieden, dass es unentschieden wird. Der Versuch vom Transporter hat mir sehr gut gefallen, aber er klappte nicht. Und so ist es halt. Hochwählen können wir keinen mehr. Zu blöd, dass hier halt wirklich der, dass ich den Willen anscheinend falsch gelesen habe. Also wenn ihr seht, was ich hier falsch gemacht habe, schreibt es gerne mal rein, das interessiert mich. Weil für mich war das hier ganz klar, Ike ist Town. Ike kann nicht Mafia sein, wenn dieser letzte Wille so läuft. Hat mich verwirrt. Eventuell, was mir gerade auffällt, vielleicht hat er hier einfach nur die Zeit seine Zeile verrutscht. Dass das Nacht 7 der Fall war. Weil ich wurde in der Nacht 7, glaube ich, auch transportiert. Ja, ich wurde transportiert. Von daher glaube ich, dass er einfach nur verrutscht ist in seinem letzten Willen. Weil Nacht 2 nichts passiert ist. Und er war anscheinend nicht selbst gejailed. Oder? Nee, steht nichts drin. Er starb ja Nacht 1 durch den SK. Also scheint er da verrutscht zu sein und dementsprechend war der Plan halt falsch. Deswegen, ich bin aufgrund des letzten Willens vom Transporter davon ausgegangen, Ike muss Town sein und damit wären es Ha und Ratatata gewesen. In dem Moment, wo er natürlich Ratatata nicht gewählt hat, war im Prinzip schon wieder klar, dass er Town sein muss. Der Ha. Weil er auf ihn gegangen ist und nach Ike Mafia sein musste. Wir können es aber nicht ändern. Es geht so aus. Er hat mich nicht transportiert. Boah, das war aber mutig. Naja, ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.